Geile Truppe, super Ausbildung und man wird perfekt aufs Arbeitsleben vorbereitet. Ja, das war schon immer mein Wunsch, Ausbildung. BMW ist klasse und da kann man stolz sein, dass man da arbeiten kann. Ich habe sehr viel gelernt in den 3 Jahren und ich weiß, dass es die beste Ausbildung in Deutschland war. Das größte Highlight auf jeden Fall war meine Gruppe. Die Kollegen ist echt top gewesen. Wir haben viele Freundschaften geknüpft. Jeder ist gleich. Es gibt eigentlich auch keinen Unterschied, also dass man es wirklich merken wird. Man ist ein Mädel und man wird anders behandelt. Und mit FC Bayern München fährt man schon besser, aber es wird alles akzeptiert. Die Ausbildung war immer abwechslungsreich. Wir hatten immer was zu tun. Man lacht viel. Die Ausbilder sind so offen miteinander, man kann auch mal rumscherzen. Fachlich natürlich sind sie auch immer da, beraten einen, geben einem die bestmöglichen Tipps. Man wird unterstützt. Bei meinem Meister zum Beispiel ist es so, der hat sich das dann angeschaut, welche Fähigkeiten und Talente das jeder mitbringt. Man hat viele Freiheiten, man kriegt viel zu sehen, weil wir halt nicht nur auf eins spezialisiert sind, zum Beispiel nur auf Metall, sondern im ersten Jahr ja alle Bausteine hat. Und was auch recht cool war, dass wir in der Montage Einblick erhalten haben, dass wir da mal mitarbeiten durften, gesehen haben, was uns mal erwartet. Ich will jetzt erstmal meine Berufserfahrung in der Montage sammeln an meiner Übernahmestelle. Ich werde noch 1-2 Jahre arbeiten und dann mache ich den Techniker wahrscheinlich. Jeder konnte sich dann individuell natürlich auch aussuchen, was ihm auch mehr gefallen würde. Und ich denke, wenn man genau in den Bereich kommt, dann macht es natürlich noch viel mehr Spaß. Es ist halt einfach eine Premium-Ausbildung BMW und man lernt einfach unglaublich viel, aber hat auch mit tolle Leute zu tun. Wenn ein Freund mich fragt, soll ich mich bei BMW bewerben, ich würde sagen, auf jeden Fall, probier's. Es ist echt cool.